Herzlich willkommen zu dieser Folge von Crypto Calling. Mein heutiger Gast ist Peter Lange. Peter ist Co-Founder von Sustain und ich habe mich mit ihm unterhalten, wie die Blockchain den CO2-Offsetting-Markt revolutionieren kann. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Crypto Calling. Mein heutiger Gast ist Peter Lange. Peter ist Co-Founder von Sustain und Teil unseres BFG Superstar-Programms. Ich freue mich unglaublich, dass er heute da ist. Peter, herzlich willkommen zur Show. Hi Felix, ich freue mich sehr dabei zu sein. Du bist Co-Founder von Sustain. Kannst du uns mal kurz sagen, was Sustain eigentlich macht und wer du eigentlich bist? Genau, sehr gerne. Also ich bin Peter Lange. Sustain hat sich im Prinzip vorgenommen, dass wir den ganzen CO2- bzw. Carbon-Markt deutlich transparenter machen. Für diejenigen, denen Carbon Offsetting vielleicht nichts sagt, im Prinzip geht es darum, dass wenn ein Unternehmen net zero werden möchte oder mehr nachhaltig, dass der erste Schritt natürlich immer ist, Prozesse nachhaltiger zu gestalten, aber dass es eben viele Prozesse noch gibt, die nicht unbedingt ganz auf Zero Emissions reduziert werden können. Und dafür kaufen Unternehmen in der Regel Offsets bzw. unterstützen Programme wie zum Beispiel Aufforstung oder Schutz von Regenwald oder andere Carbon Capturing Programme, um quasi dann für diese Emissionen innerhalb ihres Unternehmens einen Gegensatz zu haben und die so quasi ausgleichen zu können. Diesen Markt wollen wir deutlich transparenter machen, um eben zu verhindern, dass zum Beispiel Greenwashing-Vorwürfe gerechtfertigt sein könnten und außerdem quasi mehr Access für Unternehmen bereitzustellen. Alles klar. Dein Background ist ja ein sehr ähnlicher wie meiner. Wir haben beide an der WU studiert, das heißt, du studierst da immer noch. Genau. Wie bist du in das ganze Nachhaltigkeitsthema reingekommen? Ich glaube, das ist für uns alle ein relativ wichtiges Thema. Ich würde so weit gehen, dass Klimawandel eine der größten Challenges ist, die wir aktuell als Menschheit so haben. Und dementsprechend war das ein Thema, mit dem ich mich vorab auch schon relativ viel auseinandergesetzt hatte. Ich hatte auch immer überlegt, quasi in so einem Bereich zu gründen, auch schon seit ich jünger bin. Aber letztendlich hat sich jetzt hier eine Chance ergeben, mit etwas, wo ich sehr dahinter stehe und wo ich glaube, dass man es auch, dass der Markt es quasi braucht. Und genau, vorher war es im Prinzip viel Recherche, viel quasi am Ball bleiben, zu schauen, was aktuell läuft. Und so bin ich da reingekommen. Wie hat sich jetzt aus diesem generellen Interesse für Nachhaltigkeit dann wirklich die spezifische Idee für Sustain entwickelt? Genau, wir wollten eigentlich blockchain-technisch erstmal was anderes machen. Das heißt, ich habe mich relativ lange mit Tokenisierung auseinandergesetzt. Ich war in dem ganzen Blockchain- und Kryptomarkt eigentlich nie so wirklich der Investor, sondern relativ überzeugt von der Technologie an sich. Und deswegen hatten wir damals was gefunden, wo wir ursprünglich Assets fraktionalisieren wollten, also im Prinzip Uhren, Autos etc., um da quasi eine Investmentmöglichkeit anzubieten. Und uns ist dann aber nach ein bisschen Recherche aufgefallen, dass es vielleicht auch nicht der Markt ist, in den wir gehen möchten und dass uns da so ein bisschen der Impact fehlt. Das waren damals nur Milan und ich, da waren wir noch zu zweit und sind dann in BFG reingekommen, damals noch mit dieser alten Idee, aber haben dann nach einigen Gesprächen herausgefunden, hey, das ist doch eigentlich eine Technologie, die könnte man sehr gut auf dieses Problem, was wir im Sustainability-Markt erkannt haben, gerade in Bezug auf Offsets, eigentlich exakt anwenden und dass das quasi was wäre, was, wenn wir es so umsetzen könnten, wie wir uns das damals vorgestellt haben, extrem viel Impact ermöglichen könnte. Ja, das heißt, du warst quasi von vornherein schon bei der Blockchain als Technologie und hast sie jetzt nicht nur als eines der Werkzeuge in dem Toolkit gesehen, sondern wirklich auch, du warst von vornherein so Aficionado. Genau, quasi schon. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt gesagt haben, hey, lass uns diese Technologie irgendwo einsetzen, no matter what. Ich glaube schon, dass es andersrum war, aber wir waren eben an einem Punkt, wo wir gerade Tokenisierung sehr tief recherchiert hatten und wo uns dann aufgefallen ist, hey, das ist doch eigentlich quasi in einem wirklich großen Interessensgebiet von uns beiden, Sustainability, anwendbar in einer Art und Weise, die eben wirklich etwas verändern kann. Und als wir dann gesehen haben, hey, da gibt es wirklich eine Utility, da kann man das so einsetzen, dann war es für uns im Prinzip klar, dass wir das mal ausprobieren müssen. Ich kann dir auf jeden Fall dahingehend folgen, weil ich glaube, je tiefer man sich wirklich mit der Blockchain auseinandersetzt, desto offener und desto schneller kommen dann auch die Gedanken, okay, da könnten wir das jetzt einsetzen. Weil sonst ist es halt so eine große Blackbox für viele, die halt von draußen noch drauf gucken und die würden dann wahrscheinlich nicht unbedingt kapieren, wofür ist das eigentlich gerade zu nutzen. Richtig, genau.
Wie gesagt, du studierst gerade noch. Wie ist das gerade? Wie ist gerade so das Erlebnis, ein solches Projekt neben dem Studium zu machen oder gerade jetzt in dieser Zeit zu machen? Ich glaube, man würde von außen her häufig denken, dass es zeittechnisch nicht machbar ist oder dass es viel zu viel Aufwand ist. Aber ich glaube, an unserer Uni, an der WU, gibt es so viel Support und so viel Hilfe auch von der Uni selber, dass es eigentlich ganz gut umsetzbar ist. Das heißt, es gibt hier quasi Programme, es gibt Ansprechpartner, mit denen man sprechen kann. Und für uns beide war es jetzt so, wir haben quasi damals angefangen im Herbst 2021. Seitdem haben wir ja auch studiert. Also im Moment ist aktuell Pause durch Sommerferien. Aber bis zu diesem Punkt war es nie wirklich ein Problem, dass man nicht beides irgendwie schaffen konnte. Es mag daran liegen, dass wir entsprechend natürlich auch Prioritäten setzen müssen, aber es war für uns jetzt nie so wirklich die Entscheidung in einer konkreten Situation, hey, muss ich jetzt quasi meine Zeit hierfür allokieren, dass ich an Sustain arbeite? Oder gibt es jetzt vielleicht eine Klausur, die ich unbedingt schreiben muss? Ich glaube, da kommt viel dann einfach auf gutes Zeitmanagement zurück. Ja, also das ist halt, das war, als ich damals noch an der WU studiert habe, war das auch so den Vibe, den ich mitbekommen habe, sehr, sehr starker Unternehmertum, Entrepreneurship-Fokus. Von daher gab es da auch damals schon die Unterstützung. Ich habe ja auch in ein, zwei Startups dann auf dem Campus noch schon gearbeitet. Deswegen, ich glaube, das ist dann recht einfach machbar. Also Anführungszeichen natürlich. Ich möchte ein bisschen die Themen jetzt verlagern. Wie rettet ihr die Welt? Das heißt, wie macht System, wie revolutioniert ihr quasi die Nachhaltigkeitssektor? Wir haben im Moment ein riesiges Problem mit Klimawandel. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Und dass es jedem bewusst geworden ist, gerade in Deutschland, ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Leider ist die Politik relativ langsam, auch wenn dort natürlich sehr viel getan wird. Aber ich glaube, damit wir wirklich irgendwas verändern können auf einem Infrastrukturlevel, brauchen wir im Prinzip etwas, was quasi die Probleme des aktuellen Marktes aufgreift, aber direkt eine Lösung bietet, die Unternehmen jetzt schon kaufen können, beziehungsweise die sie jetzt schon unterstützen können. Und damals war es so, dass wir uns angeschaut haben, hey, wie sieht denn dieser ganze Markt aus? Wo sind aktuell die Probleme? Wir haben nicht wirklich das technische Know-how in einem spezifischen Prozess gehabt, wo wir sagen könnten, hey, lass uns den doch mal irgendwie aufbessern. Und ich glaube, das ist auch zu spezifisch gewesen für etwas, was quasi fundamental das Ganze revolutionieren kann. Deswegen haben wir damals mit wirklich vielen Unternehmen gesprochen, mit kleineren Startups bis zu Corporates und haben so ein bisschen herausgefunden, hey, wenn ihr euch jetzt anschaut, wie ihr mehr sustainable werden wollt, was sind quasi eure Challenges? Dann ist das ganze Offsetting-Thema relativ schnell aufgekommen. Und ich glaube, Offsets stehen häufig auch in der Kritik. Das heißt, es gibt viele Menschen, die sagen, der ganze Offsetting-Markt an sich ist etwas, was zu korrupt ist oder was nicht genug Transparenz aufweist und ist im Prinzip eher ein Tool, was von Unternehmen als Greenwashing-Möglichkeit genutzt wird. Und das mag auch der Fall sein, ist aber sehr, sehr schade, weil wenn wir wirklich etwas gegen den Klimawandel tun wollen, dann brauchen wir im Prinzip eine Lösung, die jetzt schon irgendwo aufgreift, die jetzt schon Impact generiert, die jetzt schon hilft, Emissionen global zu reduzieren. Und die vor allem auch in der Lage ist, für das, was wir in der Vergangenheit getan haben, in den letzten 20 bis 30 Jahren insbesondere, quasi irgendetwas gegen diese Emissionen zu tun. Und ich glaube, dahingehend ist der Offsetting-Markt für uns sehr, sehr interessant gewesen, weil es etwas ist, in dem noch nicht wirklich viel getan wird, der aber ein sehr, sehr wichtiger Stützpfeiler ist in der kompletten Klimawandelstrategie, die wir so als Land oder als auch innerhalb von Unternehmen haben. Und dann zu sehen an diesem Punkt, dass das quasi im Moment noch nicht richtig aufgeht, dass zwar wahnsinnig viel Geld von Unternehmen in diese Industrie fließt, dass aber davon gar nicht so viel ankommt, das ist unserer Meinung nach ein sehr großes Problem gewesen, auch weil wir einfach falsch rechnen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, so und so viele Tonnen CO2 wurden in der Vergangenheit aus der Luft geholt oder wurden quasi avoided, weil ein bestimmtes Waldstück nicht runtergecuttet wurde, dann sind wir bei diesen Zahlen vielleicht in der Realität aber eigentlich ganz woanders als das, was wir quasi denken, was wir bewirkt hätten. Und ich glaube, da ist Transparenz extrem wichtig. Zum einen, weil natürlich viel mehr Impact realisiert werden kann, wenn wir die Möglichkeit haben, öffentlich zu verifizieren, was Unternehmen unterstützt haben oder was exakt Support wurde, in welcher Art und Weise, weil es eben auch öffentlich gechallenged werden kann.
Und der andere Punkt ist eben, dass wir somit viel eher wissen, wo wir eigentlich stehen in unserer Strategie gegen den Klimawandel. Und ich glaube, dass der Offsetting-Markt an sich etwas ist, was definitiv ein Bestandteil davon sein wird. Und das Ganze kann aber nur funktionieren, wenn wir es eben richtig machen und entsprechend transparent. Was mir persönlich gefällt, ist, dass ihr recht realistisch daran geht. Also ich glaube, dass insbesondere in der öffentlichen Diskussion ist der Offsetting-Markt, sagen wir mal, sehr vorurteilsbehaftet, das ist, denke ich mal, ein großes Wort. Häufig ist der Fokus einfach auf Emissionen einsparen, was irgendwann ignoriert, dass das menschliche Leben einfach nicht unbedingt CO2-neutral ist. Also auch die ganzen Produktionsschritte, die wir haben für unser Leben. Ich glaube, dass das sehr stark in den Hintergrund gerät. Ich glaube, dass auch viel der Kritik an sogenanntem Greenwashing daher kommt, dass die Leute, die das eigentlich machen, die wollen echt eine gewisse, ich will nicht sagen, eine Deindustrialisierung sehen, aber sie wollen schon, dass viele Annehmlichkeiten zurückgefahren werden. Und ich glaube, dass das Offsetting in dem Fall recht wichtig ist. Was ist genau euer Ansatz? Wie macht ihr das auf einer reinen Business-Ebene? Wie sorgt ihr dafür, dass Unternehmen ihr Offsetting besser koordinieren können, besser gestalten können? Das Ganze fängt im Prinzip mit Access an. Wenn man sich den aktuellen Markt mal anschaut, dann gibt es zwar verschiedene Carbon Consultancy Firmen, die sich damit auseinandersetzen, oder es gibt auch den einen oder anderen Marktplatz, auf dem Carbon Credits gekauft werden können. Ein Carbon Credit ist in der Regel so aufgebaut, dass er quasi eine Tonne CO2 wert ist. Aber diese Carbon Credits zu kaufen und vor allem hochqualitative Credits zu kaufen, weil da gibt es einen riesigen Unterschied. Es gibt quasi Credits, die für Windfarmen in China sich einsetzen, dann gibt es Credits, die zum Beispiel im Amazonas Wald davor schützen, abgebrannt zu werden, etc. Aber da gibt es ein riesiges Spektrum und ich glaube, der erste Punkt ist, Unternehmen überhaupt zu ermöglichen, diese verschiedenen Projekte zu sehen und zu sehen, was hat eigentlich dieses konkrete Projekt überhaupt geleistet, was sind die Spezifikationen davon, was sind die Details. Und was wir dafür quasi machen, ist, dass wir ein Dashboard aufbauen, auf dem Unternehmen eben verschiedene Projekte sehen können, die Details der Projekte sehen können und damit schon mal Access dazu haben, quasi das zu supporten, was sie eigentlich machen wollen. Der zweite Schritt ist dann entsprechend, dass wir all diese Details bereitstellen, also dass wir öffentlich auch zeigen können, hey, dieses Projekt, das hat jetzt genau das bewirkt, das ist regional auch exakt hier quasi ansässig. Das heißt, wir werden eine Satellitenkarte implementieren, auf der man das Ganze sehen kann. Und darüber hinaus eben so viele Faktoren und so viele Informationen bereitstellen können, wie wir es eben können. Das heißt, es geht häufig auch so ein bisschen über die reinen CO2-Werte hinaus, weil häufig Biodiversität oder sozialer Impact auch wahnsinnig wichtig ist. Aber all diese Informationen sind bei uns eben einsehbar. Und was wir dann machen, ist, dass wir quasi diese Credits auf die Blockchain bringen. Das heißt, wir generieren Token. Und hier ist eben dieser interessante Ansatz, weil so ein Token, der ist technisch eigentlich relativ ähnlich wie so ein Carbon Credit. Man muss dazu wissen, dass Carbon Credits nicht ablaufen. Das heißt, auch ein Credit, der zum Beispiel in 2007 generiert wurde oder später, der ist heute immer noch gültig, es sei denn, er wird quasi retired, nennt man das. Das heißt, erst wenn ein Unternehmen sagt, ich habe jetzt wirklich diesen Credit eingesetzt, ich habe den jetzt verwendet, dann ist quasi der Offsetting-Zyklus auch zu Ende, dann ist er erst beendet in dem Sinne. Das Ganze können wir mit Tokens auch machen. Das heißt, dadurch, dass wir diese Carbon Credits, Offsetting-Projekte allgemein auf die Blockchain bringen, ist es eben wirklich für ein Unternehmen zu sagen, hey, ich habe jetzt diesen Token, der ist so und so viele Tonnen CO2 wert. Es ist aber gleichzeitig über das Wallet oder über Etherscan etc. komplett nachvollziehbar, welches Unternehmen welche Tonne CO2 gekauft hat und eben entsprechend auch, woher diese CO2-Tonne kommt. Und gleichzeitig kann man dann quasi einsehen, wenn geoffsetet wurde oder wenn dieser Zyklus beendet wurde, dann kann ein Unternehmen im Prinzip sagen, hey, ich will jetzt diesen Token verwenden. Und dadurch ist öffentlich einsehbar von jeder Person, die das möchte, verifizierbar, dass entsprechend dieser Impact generiert wurde. Okay. Innerhalb von Sustain, was ist deine Rolle? Ja, also wir sind ja drei Gründer. Wir sind der Alex, der Milan und ich, Peter. Milan und ich machen im Moment tatsächlich relativ viele ähnliche Sachen. Also Alex ist als unser CTO an Bord gekommen und kümmert sich vor allem um die technischen Aspekte.
Milan und ich, wir haben tatsächlich offiziell gar keine Rollen an diesem Punkt, einfach weil wir beide relativ ähnliche Aktivitäten haben. Das ist insbesondere, es ist quasi PR, es ist zu schauen, dass wir Supply finden, der wirklich gut funktioniert, dass wir mit NGOs zusammenarbeiten oder anderen Wissenschaftlern, die für uns dabei unterstützen können, wirklich sicher zu gehen, dass das, was wir auf unserer Plattform anbieten, entsprechend legit ist. Und wenn man jetzt quasi Aufgabenaspekte unterteilen würde, dann würde ich sagen, ich bin eher in Richtung PR, Investor Relations. Aber wie gesagt, dadurch, dass das Team noch relativ klein ist, ist uns relativ wichtig, dass auch jeder in jedem Prozess involviert ist. Wie hast du den Verlauf im BFG Superstars-Programm wahrgenommen? Wie war der Prozess? Was kannst du zu dem Programm sagen? Für uns war das total spannend, weil wir vor allem auch gesehen haben, was andere Ideen machen, wie die quasi voranarbeiten. Das heißt, es war in erster Linie auch ein konstanter Austausch von Learnings untereinander. Das war ein Aspekt, der uns sehr geholfen hat und entsprechend auch motiviert hat. Wenn wir vielleicht an einem Punkt gestruggelt haben, dann gab es relativ schnell Rat von anderen Teams, die diesen Punkt vielleicht schon gelöst hatten in einer anderen Form. Und gleichzeitig eben dieser relativ starke Austausch mit Mentoren vom BFG-Programm, der uns entsprechend auch weitergeholfen hat. Alles klar. Alles klar. Die letzte Frage ist, wo findet man euch? Wo findet man deine Genau, man Arbeit? findet uns, man findet uns vor allem im Moment auf unserer Website www.sustain.earth. Gleichzeitig sind wir auch auf LinkedIn vertreten. Wir haben einen Twitter-Account generiert, der jetzt die Tage auch online gehen wird. Das heißt im Prinzip auf all den bekannten Channels. Die meisten Updates wird man bei uns auf der Website finden. Dort sind wir gerade dabei, einen Blog zu launchen, wo wir entsprechend auch Insights geben wollen, aber vor allem auch Informationen über den Markt vermitteln wollen. Und eben genau quasi die Antworten bieten wollen, bei denen sich Unternehmen oder vielleicht auch einfach Personen, die an der ganzen Thematik interessiert sind, Informationen raussuchen können, die vielleicht bei Fragen helfen. Sehr cool. Die Links packen wir natürlich alle in die Beschreibung. Und damit sind wir auch eigentlich schon am Ende dieses Interviews. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Natürlich auch unseren Zuhörern, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und die nächste Woche werden wir dann wieder da sein mit einem weiteren interessanten Gast. Und bis dahin alles Gute. Peter, danke nochmal. Ganz vielen Dank, Felix. Hat mich sehr gefreut.